Moin Moin aus dem schönen Harburg. Aktuell scheint mal die Sonne. Ich möchte ein kurzes Update geben zum Kanal. Und zwar habe ich eben mein erstes Kochvideo abgedreht. Und ich habe einfach in den Kühlschrank geschaut, was ich noch so hatte. Und ein bisschen Reste verwertet. Alles fitnessgerecht natürlich. Und habe gemerkt, das macht mir wirklich Spaß. So. Gleich vorneweg, hier wird es keine raffinierten Gerichte geben. Keine kulinarischen Raffinessen, ne? Nicht so wie bei Tobi Rothe, dem Fitnesskoch, den kennt vielleicht der eine oder andere. Ne, der macht natürlich super Sachen, super lecker, sieht immer richtig appetitlich aus. Aber für mich muss Essen in erster Linie funktional sein, also fitnessgerecht, schnell gehen und eine gute Qualität haben. So, das ist mir das Wichtigste. Und ich kaufe immer bei Aldi ein, deswegen werden die Videos oder wird es nur Sachen geben, wo ihr alles bei Aldi bekommt. Ne, weil ich habe häufiger auch von Schülern gehört, ja, sie können sich das ja leisten, sie sind ja Lehrer, ne, aber andererseits, ich sag mal so, wer sich was am Kiosk kauft, in der Cafeteria und so weiter, das kostet auch immer was und ich sag euch, man kann mit wenig Geld sich gut ernähren. Klar, die Veganer haben es sicherlich schwieriger, aber da richtet sich jetzt ja auch nicht meine, oder ich denke nicht, dass das meine Zielgruppe ist. Veganer, da gehe ich davon aus, haben sich eingehend mit Ernährung beschäftigt. Ne? Ich sage nur Stichpunkt, umfangreiches oder vollständiges Aminosäureprofil. Da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Probieren wir mal ein bisschen, dass man das besser sieht. Ich habe ein bisschen rumprobiert mit Licht, ohne Licht. Ist halt einfach schwierig. Ich muss mir noch richtige Flipchart-Blöcke besorgen, dass man das besser liest hier auf der Tafel. Das reflektiert einfach zu stark. Richtig. Also deswegen, meine Ernährungsvideos werden vorne Aldi beginnen, mit Aldi beginnt, also so Pre-Title Aldi, das erste Kochvideo Aldi 1, Aldi 2, dann das zweite und so weiter. Und ich denke, das ist eine gute Übersicht. Alles andere mit Ernährung wird wahrscheinlich weiterhin Food behalten, wobei ich jetzt schon gedacht habe, ich rede auf Deutsch, ich mache einen deutschen Kanal, deswegen werde ich das vielleicht nochmal umbenennen. Gym finde ich einfach praktisch, weil es so kurz ist und Gym, das sagt man ja auch so im alltäglichen Gebrauch. Ja, Food, ich weiß nicht. Essen ist auch nicht viel länger. Ich muss mal schauen. Therapie habe ich jetzt noch mit IE hinten, weil, ja, was soll der Quatsch mit dem Y für Englisch? Vlog, Info. My Two Cents finde ich einfach eine coole Sache. Das passt eigentlich so zu den Videos. Aber, genau. Das war es erstmal soweit. Ich werde wahrscheinlich immer noch ein bisschen rumprobieren. Vielleicht noch eine bessere Gliederung vornehmen. Das Ganze auch nochmal ordentlich aufschreiben. Nochmal ein Video drehen, wenn ich wirklich weiß, wie das Ganze aufgebaut werden soll. Aber ich probiere noch viel rum, ne, mit den Kameras, mit den Stativen, ob die Deadcat drauf ist und so weiter. Und mein erstes Video encodiert hier gerade. Probiere noch ein bisschen rum mit der Zeitlupe und so weiter. Musik werde ich, glaube ich, erstmal nicht drüber legen. Diese, GEMA-freie Musik, das ist nicht so mein Ding. Ich würde euch da gerne ein paar geile Hip-Hop-Beats drüber legen. Mal gucken, ob ich da noch irgendwie was organisieren kann. Und das soll soweit erstmal gewesen sein.